Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen They Are Billions und ich bin schon ganz aufgeregt. Kurz zur Background Story. They Are Billions ist ein Strategiespiel in einer fernen Zukunft, in welcher Gebäude und menschliche Kolonien verwaltet werden müssen. Nach einer Zombie-Apokalypse wurde nahezu die gesamte Menschheit ausgelöscht und es gibt nur noch ein paar tausend Menschen, welche gegen die Infektion um das Überleben kämpfen. Milliarden von Infizierten ziehen in massiven Schwärmen durch die Welt, um die letzten menschlichen Kolonien zu finden. Nun gut, neues Überlebensspiel. Bitte wählen einen Namen, um das Überlebensspiel zu identifizieren. Survival, passt, das ist super. Das dunkle Heidemoor lassen wir so, mehr gibt's auch gar nicht. Alles gesperrt, infizierte Bevölkerung, sehr geringe Bevölkerung, leicht, ja, sehr leicht lassen wir mal, leicht ist gut. Also, Spiel starten. Here we go. Ach, diese Anfangssequenz ist so herrlich gemacht. Ja, erst einmal zoomen wir ein bisschen raus und pausieren. So sieht's aus. Wir haben hier direkt ein bisschen Wasser dran. Ist nicht gerade ideal. Auch dieser Fitzel hier nervt ein bisschen. Aber wir gehen jetzt mit den Jungs hier mal so ein bisschen nach außen und schauen, wie es hier ausschaut. Go. Order, Sir. Come on. Du bewachst das Ganze hier. Ihm können wir auch einen Patrouillebefehl geben. Machen wir mal. Of course, genau. Immer drum rumlaufen. Und mit denen gehen wir jetzt mal so nach und nach ein bisschen die Gegend erkunden. Zumindest mal so weit, dass man sagen kann, wie zum Beispiel in dieser Richtung hier, haben wir, glaube ich, nichts zu befürchten. Das ist ja fantastisch. Das ist sehr gut. Wenn es hier unten genauso ist, da geht's nicht her. Nee, da geht's nicht her, ist auch zu. Wow, hier unten ist alles dicht und safe. Okay. What? Okay, das war also Schritt 1. Jetzt wissen wir schon mal, hier oben, dieser Fitzel ist natürlich auch nervig, ne? You are gonna pay me for this, right? Ist natürlich die Frage, wo bauen wir jetzt die Unterkünfte? What? I hope you're not wasting my time. Also da kann man sicher keine Unterkünfte bauen, nicht so gut zumindest. Ja, diese Stelle hier wäre für die Unterkünfte gar nicht so schlecht, ne? Genau wie hier unten. Naja, fangen wir mal mit den Unterkünften an. Wir brauchen sie ja so oder so. Wir müssen ja auch Gold verdienen, von daher muss es ja relativ zügig geschehen. Also ich baue sie jetzt erstmal hier hin. Hier direkt dran und hier runter und dann hier hochgehend. So. Das war's. Oh, more orders. Was ist das? Ja. Yeah. What? Schockturm tritt der Kolonie bei. Was heißt das? Ist das jetzt unserer? Attention. Building completed. Okay. What? Building completed. Sehr gut. Nahrung fehlt. Wir brauchen also mehr Nahrung. Ja, das sind die hier unten, diese Anzeigen. Da sollte man immer zusehen, dass diese unteren drei hier immer auf einem guten Level sind. Drei ist schon sehr niedrig. Das heißt, man muss hier immer darauf achten, wenn wir hier bei 3 sind oder 0, dass man sofort darauf reagiert. Ansonsten wird es sehr schnell sehr haarig. Also, wir brauchen Nahrung. Bedeutet Ressourcen. Wir haben hier ein bisschen Wasser in der Nähe direkt. Die Fischerhütte sollte also ganz ordentlich was an Nahrung bringen am Anfang. Was haben wir hier? Maximal 13. War hier vorne nicht irgendwo 14 oder so? Da war 14. Ja, nehmen wir hier die 14. Hier geht's nicht. Hier unten könnte man auch noch. Das ist ein kleiner Tümpel, aber sollte doch reichen, ne? Man kann das ein bisschen schlecht erkennen, wo hier der Rand genau ist. Hier, da hätten wir 11 Nahrung. 11, 8, also 11 ist gut. Nehmen wir 11. Weiter. You are gonna pay me for this, right? Okay, da ist erstmal nichts. Das sind alles nur Raben. Are you sure? God damn it. Are there other units to bother? Yeah. Okay. A new task. Deaktiviert. Wie aktivieren wir den? Reparieren. Stein 16. Ach, den müssen wir erst reparieren. Okay. What do you want? Attention. Building completed.
Nee, du nicht. Gut, den kriegen wir dann bald repariert. Hier unten ist jetzt ein böses Dorf, ja? Waiting on orders. You again. Right between the eyes. Orders, sir. Oh, da sind ja richtig viele. Da nicht. Okay. Tell me. A new task. Ja, der muss da bleiben. What? You are gonna pay me for this, right? Ach, schau an. Great. Attention. Building completed. Okay. Great. Attention. Building completed. Okay. I present your mayoral candidates. Okay. Also wähle deinen Bürgermeister. Trent Gibbons. Die meisten Politiker hinterlassen einen leeren Tresor. Bürgermeister Gibbons füllt ihn auf. Goldreserven plus 600. Hm. Könnten wir gebrauchen, ne? Holzreserven plus 10 brauchen wir eher nicht. Das ist nämlich jetzt schon voll. Was haben wir hier? Das zu essen, was man nicht essen sollte, hat uns so weit gebracht. Thibaudeux ist die Meisterin der guten Nahrung. Bonus Farm. Nehmen wir die Farm. Ich glaube, wir haben ja sehr viel Grünfläche. Nehmen wir mal die Farm. Okay. Mal pausieren. Stein. Stein haben wir noch gar nicht. Also wir müssen auf jeden Fall erst einen Steinbruch bauen. Das macht am Anfang aber wahrscheinlich nicht ganz so viel Sinn, damit durchzustarten. Das ist nicht so gut, glaube ich. Hier ist, es scheint ein Dorf zu sein, also so eine Stadt, so eine Zombie-Stadt. Damit habe ich überhaupt noch keine Erfahrung. Also ich weiß nicht genau, was uns dann hier erwartet. Ich vermute, hier wird einiges los sein. Das ist natürlich kritisch, denn ich wollte hier jetzt die ganzen Unterkünfte eigentlich bauen und. Also nicht ganz so einfach. Steinbruch, Sägemühle, Fischerhütte, Jagdhütte. Farm haben wir hier so, glaube ich, noch gar nicht. Ach, haben wir hier drin. Eine Farm. Okay. 64, wow, ist das viel. Würde ich auch direkt machen, ne? Hier so hin. Damit sind wir nahrungstechnisch, glaube ich, fantastisch ausgestattet danach. Das ist gut. Ja, das hier, wie soll ich darauf reagieren? Keine Ahnung. Lassen wir mal laufen. Gucken wir hier oben weiter. Gotcha. Okay. Mhm, hier ist noch Kram. Ich glaube, das ist Holz. Nehmen wir jetzt mal nicht mit. Yes. Hier ist nichts mehr. Great. Okay. I hope you're not wasting my time. Dann wandern wir hier so her. Behalt das im Auge. Da oben ist offen. Da wird nicht geschützt. Ist natürlich schlecht. Commander? Du bleibst hier stehen. Perfect. What's up? Any infected around? Und den schicken wir mal da hoch. Weil wenn da jetzt irgendwas herkäme, das würden wir ja gar nicht mitbekommen. Ne? Das wär echt übel. Do you need me? Und den lassen wir hier mal patrouillieren. Let's go. Phew, okay, okay. Sieht gut aus. Unser Futter, 76. Fantastisch. 21 und 16 Energie. Sieht schon mal sehr gut aus. Er hier. Ich habe noch ein bisschen, kannst du gucken. Whatever you say, as long as you pay me. Okay, 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 okay. Das brauchen wir jetzt nicht. I hope you're not wasting my time. You order, you pay. So, er darf hier mal dicht machen. What? Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ist das hier Gold, ne? Yeah. Hier könnte man auch wunderbar dicht machen. Okay. Great. Den lassen wir mal. Was? Yes. Chase my arrows. Oh. Great. Okay. Also hier hin. Roger that. Und dicht. Der hier, ich glaube, er kriegt auch alles mit, denke ich mal. Hier haben wir soweit dicht. Mit der Stadt hier ist natürlich übel. Machen wir mal auf Pause. Wir haben jetzt ganz ordentlich Ressourcen. Das sieht schon mal gut aus. Wir haben noch kein Sägewerk und nichts. Das bräuchten wir. Im Steinbruch natürlich auch. Aber erst einmal Sägemühle. Holz ist jetzt mal das Allerwichtigste.
Okay, nee, ich glaube, die Erweiterung des Baugrunds ist das Wichtigste. Ja, dass wir überhaupt hinkommen. Was kostet das Ding eigentlich? Arbeiter 1, Holz 10, Gold 20, 200. Gut, Holz 10, 4 Stück könnten wir also bauen. Gold ist auch mal nicht so das Problem. Arbeiter auch überhaupt nicht. Also erweitern wir uns mal mit 4 Stück hier runter. Dann können wir das Gold, das Holz anzapfen. Dann hier langsam mal hoch in die Grünfläche rein. Das ist nicht schlecht. Und hier haben wir auch jede Menge Ressourcen. Ist auch nicht schlecht. Hier unten können wir auch noch eine Farm bauen. Haben wir noch mehr Holz? Ja, machen wir hier auch noch. Und in die Richtung. Da haben wir jetzt alles abgedeckt, soweit. Da könnten wir noch Steine bauen. Gut, weiter. Da geht es wieder nicht. Manchmal verstehe ich es nicht. Wieso da nicht? Wieso geht es da nicht? Aber hier. Finde ich komisch. Nun ja. Repariert alle Geschädigten. Ach, das Ding hier gilt schon als beschädigtes Gebäude. Aber es ist interessant, dass es jetzt zu uns gehört. Das habe ich ja. Naja, gut. Nehmen wir an, das Geschenk ist gut. Top. Sieht gut aus. Energie wird immer weniger. Ich glaube, Energie wird eins der nächsten sein, die man braucht. Holz 20, Holzfäller. Oder Sägemühle. Mal gucken, was kriegen wir denn da raus? 11, 12? Oh, 12. 12 ist sehr gut. 12 ist fantastisch. Die 12 nehmen wir. Und hier unten gibt's, na, nicht so viel. 5, 4, 7, 8. Nehmen wir noch. Hier sieht alles gut aus. Hier oben haben wir recht viel Platz noch. Ja, die Stadt nervt natürlich ein bisschen, ne? Das ist schade. Ah, da kommen sie schon. Ich glaube, er hier lockt auch andere an, weil er so laut schießt. Dann kommen die Zombies eher nochmal auf ihn zu. So meine ich das irgendwo mal gehört zu haben. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Okay. So, Holzproduktion. Jetzt geht's los. Wir kriegen Holz. Gold haben wir auch ganz gut. Was können wir da noch machen? Ein bisschen forschen oder so? Ne, Lagerhalle. Schreinerei, das ist erstmal außerhalb des Möglichen. Mauern bauen wir noch nicht. Das macht noch keinen Sinn. Energie, Holz 20. Ja, müssen wir warten. Aber es sollte jetzt vorangehen. Was kriegen wir denn? Plus 20 alle 8 Stunden. Ja, wunderbar. Dann können wir direkt so eine Mühle bauen. In 8 Stunden. Ups. Ja, das passiert mir öfter, dass ich aus Versehen auf Escape drücke, weil ich dann aus diesem Modus raus möchte. Das weiß ich. Kriege ich auch nur schwer aus mir raus. Okay, der hat alles im Griff. Der unten sieht auch gut aus. Aber das gefällt mir schon mal gut, dass hier so wunderbar dicht ist nach unten hin. Sehr praktisch. So, 20. Wir können also eine Mühle bauen. Wo setzen wir sie hin? Hier schön gesichert. Na, komm hier hin. So. So, blockiert den Zugang, den freien Zugang zu einem anderen Gebäude. Naja. Naja. Also das finde ich sowieso irgendwie merkwürdig. Die Platzierungsformel hier, die erschließt sich mir nicht so ganz. Wäre schön, wenn man die direkt aneinander packen könnte, alle. Das wäre fein. Okay, ja, das ist im Griff. Den hier auch noch? Nee.
Hier sieht's gut aus. Er könnte noch das Holz einsammeln. Obwohl, wir haben gerade 40. Jetzt geht's voran. Also. Was brauchen wir? Wir könnten Stein gebrauchen oder noch nicht? Was braucht die Kaserne? Die braucht Stein 20 doch. Also wir brauchen Stein. Steinbruch. Hätten wir hier jetzt einen mit 4? Ja, 4, na gut. 4 Stein nehmen wir. Ist gut, passt. Den können wir uns jetzt nicht mehr leisten, der ist zu teuer. Aber gut, das machen wir so. Ich glaube, für den nächsten Stein bräuchten wir einfach nur noch Holz. Oh, lass mal. Stein. Da war jetzt irgendwie kein Holz dabei. Oder? Nee. Oh Mann. Brav. Wie sieht's aus? Also wir haben von allem, glaube ich, gut was da. Arbeiter sind auch ganz gut. 21, das passt. Da haben wir also noch Möglichkeiten. Mal kurz wieder pausieren. Schauen wir uns mal um. Was brauchen wir noch alles? Eine Schreinerei. Erlaubt die Entwicklung von komplexen Konstruktionen aus Holz. Okay, was haben wir denn hier zur Verteidigung? Also Holz, Dingkram haben wir ja schon mal. Militär, was können wir hier bauen? Kaserne. Genau, darauf sparen wir gerade mit den 20 Steinen. Industrie und Handel, Lager, Halle und all so ein Kram brauchen wir am Anfang. Oh, scheiße, Gold ist voll. Holy. Oh Mann. Das geht schnell, das geht wirklich schnell. Was kostet denn Gold? Gold 300, Gold 200. Also ich würde sagen, wir investieren mal ein bisschen in Energie. Habe ich extra hier eben noch ein bisschen freigeschafft. Ah, der geht nicht. Okay, also Gold gibt es ganz gut momentan. Obwohl, in die Erweiterung können wir auch hier. Gold 200, Arbeiter und Holz. Gut, eins nehmen wir noch. Wo breiten wir uns aus? Also hier oben der Bereich ist ganz interessant. Hier haben wir jetzt auch das Teil noch. Hier kann man super dicht machen, hier könnte man super dicht machen. Und hier unten natürlich auch. Das wäre fantastisch. Wenn wir das hier an diesen Stellen wirklich dicht machen würden. Ja. Das wäre grandios. Und dann könnte man dahinter schön überall die Verteidigungsanlagen aufbauen. Jo. Und hier, wie das hier aussieht, ja, das wird sich dann zeigen. Wir können ja mal hier so in die Richtung vorpreschen. Machen wir es einfach mal. Dann könnte man hier vielleicht auch so einen kleinen Mini-Wall mal hinziehen. Mal schon so eine kleine Vorabverteidigung da aufbauen, damit man nachher die Stadt da besser klein kriegt. Attention. Building completed. Steinbruch ist abgeschlossen, super. Bedeutet, wir bekommen ab sofort Stein und zwar 4 alle 8 Stunden. Na, ist ein bisschen wenig. Wir bräuchten wohl noch einen Steinbruch. Das muss ein bisschen schneller gehen. Stein kann man immer gut gebrauchen. Und dafür brauchen wir natürlich Holz, meine Güte. Dann ein Holzfäller. Na komm, Holz ist immer gut, ne? Was haben wir da? 8, 10, hier war 10, 12, oh ja, das nehmen wir. Und wohl ein guter Trick, bedeutet, wenn man sowas hier aufbaut, sollte man immer so einen kleinen Zaun dazu packen, weil der wird wohl zuerst angegriffen. Vermute ich, ich habe das nur gesehen, dass sie es so gemacht haben, deswegen mache ich es jetzt einfach mal nach. Dann wäre es natürlich ganz gut, ne? wenn die zuerst hier in diesen Pöller gehen, dann... Wäre schon praktisch. Kann man da schnell hineilen und dann das Gröbste vermeiden. Gut, sieht gut aus. Ja. Stein haben wir jetzt, glaube ich, es sind 18, ist nicht genug, ne? Wie sieht's aus mit einem zweiten Steinbruch jetzt? Können wir machen. Hier oben gibt 3 und da 4. Hier vorne haben wir noch einen. 2 Stein ist nicht gut. Oh, hier gibt's 4 Steine und mehr, aber das ist mir zu kritisch noch. Da gehen wir mal nicht hin. Zapfen das Ding ja. Ich weiß nicht, ob man hier, wohl bekommt man hier mehr, das wird nicht angezeigt. Da sind 4 Steine. Hier gehen wir hin. Das ist gut. Und auch hier wieder. Boing. Weiter. Und dann wirklich als nächstes mal die Kaserne. Holz und Stein. Das heißt, es ist abwarten. Beides auf 20. Müsste jetzt relativ zügig gehen dann, wenn der Kram fertig ist.
Das hier brauchte was zum Reparieren? Das braucht es zum Reparieren? 16, 16, 330? Attention. Building completed. Ach, hat keine Energieversorgung. Ach, deswegen. Okay, wir müssen mit diesen Dingern hier bis dahin kommen. Okay, alles klar. Okay, sehr gut. Sehr gut aufgepasst. Aber hier wird es langsam auch eng, ne? Wir brauchen die Kaserne ganz dringend. Oh mein Gott. Kaserne, ganz schnell. Wohin mit dir? Hier unten bist du sicher. Aufs Grün, lieber hier hinten hin. Da, so hin. Da. Perfekter Platz. Keine Arbeiter mehr. Kritisch. Mal kurz nicht aufgepasst. Zack. Sind keine Arbeiter mehr da. Oh Mann. Hier kann man nirgendwo hinbauen. Das gibt's doch nicht. Dahin und kreuz und quer. Nicht genug Materialien, gut. Ich hoffe, die kommen jetzt hier noch durch. Oh, da kommen sie. Das sind nicht mal wenig, ne? Also ich glaube, hier warten bestimmt noch einige, die so nach und nach dann in unsere Richtung laufen. Das ist nicht gut. Wie sieht es mit denen hier aus? Sicher, sicher. Gut, wir haben jetzt wieder 16 Arbeiter, aber überhaupt keine Nahrung mehr. Oh Gott. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Was haben wir hier? Jagdhütte? Jagdhütte ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Das haben wir noch gar nicht. Nahrung 6. Keine Ahnung, wo hier gut gejagt wird. Oh, hier 13, 16. Alter Schwede. Ja, 16 nehmen wir direkt mit. Ohne zu hinterfragen. Hier 15 sogar noch. Ja, wunderbar. Nehmen wir auch mit. Hier 13. Building completed. Scheint hier wohl in der Nähe des Waldes immer gut zu sein. Nochmal 15. 15 ist gut. Damit sollte das Nahrungsproblem auch mal behoben sein. Attention. Building completed. Attention. Building completed.